Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernen wir, wie man dieses sehr schöne Dreieckstuch häkelt, welches ganz, ganz schnell und einfach gemacht ist. Es besteht aus 4 Musterreihen. Die ersten 3 Reihen wiederholen sich und in der 4. Reihe häkeln wir dann das wesentliche Muster. Mein Tuch hat eine Breite von ca. 1,42 m und eine Höhe von ca. 64 cm. Ihr könnt aber euer Tuch so lang und so breit häkeln, wie ihr mögt. Wer die gleiche Bordüre haben möchte wie ich, findet diese im Kanal oder auch am Ende dieses Videos. Die Wolle, die ich verwendet habe, ist eine Mohair Acrylwolle. Es ist hier Angora Gold. Ich habe ein zweites Knäuel dazu genommen, aber habe ganz wenig davon gebraucht, eigentlich nur mehr oder weniger für die Bordüre. Die Häkelnadel ist die 3,5. Ihr könnt jegliche Wolle verwenden, die ihr möchtet, und die passende Nadel dazu. Schauen wir uns an, wie dieses wirklich sehr, sehr schöne Stück hier gearbeitet wird. Es geht los mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und diese Luftmaschen schließe ich jetzt zu einem Kreis, indem ich in die erste Luftmasche einsteche und mir den Faden durch beide Schlingen ziehe, die auf meiner Nadel sind. Jetzt 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Diese 3 Luftmaschen zählen als ein ganzes Stäbchen. Und 2 weitere ganze Stäbchen im Kreis häkeln. Eins, zwei. Und mit den 3 Luftmaschen habe ich jetzt 3 ganze Stäbchen. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Und wieder 3 ganze Stäbchen im Kreis. Eins, zwei, drei. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Und 3 ganze Stäbchen im Kreis. Eins, zwei, drei. Und wieder 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und 3 ganze Stäbchen im Kreis häkeln. 1, 2, 3. Ich habe jetzt insgesamt hier 4 Sets mit jeweils 3 ganzen Stäbchen. 1, 2, 3, 4. 4 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4. Und ich wende meine Arbeit. In der Lücke zwischen den Stäbchen häkel ich 3 ganze Stäbchen. Ich steche in die Lücke ein, häkel das erste Stäbchen, das zweite und das dritte. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. 1, 2, 3. Wir haben jetzt in der ersten Lücke 3 ganze Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen gehäkelt. So startet jede Reihe, bis unser Tuch fertig ist. Jetzt 2 Solomonknoten. Dafür ziehe ich meine Schlinge etwas lang. Mittelfinger und Daumen sind zwischen der Schlinge und dem langen Faden und ich hole den langen Faden durch die Schlinge. Dort, wo meine Finger sind, ist jetzt eine kleine Lücke entstanden. Ich gehe mit der Nadel in diese Lücke und hole mit dem Faden nach vorne. Nun habe ich 2 Schlingen auf meiner Nadel.
Ich hole mir den Faden durch diese zwei Schlingen. Und der Salomon-Knoten ist fertig. Und nochmal. Wieder die Schlinge etwas länger ziehen, Mittelfinger und Daumen zwischen der Schlinge und dem langen Faden. Den langen Faden durch die Schlinge ziehen. Hier ist wieder die Lücke. Ich steche in diese Lücke ein und hole den Faden nach vorne. Zwei Schlingen sind auf der Nadel. Ich hole den Faden durch diese zwei Schlingen. Die zwei Salomonknoten sind fertig. Nun gehe ich zur nächsten Lücke zwischen den Stäbchen und hier häkle ich drei ganze Stäbchen. Ich steche in die Lücke ein und häkle das erste Stäbchen. Das zweite und das dritte. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins. Zwei. Wir haben drei ganze Stäbchen, drei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das hier wird die Mitte unseres Tuches. Wir wiederholen das Ganze hier immer mittig, bis unser Tuch fertig ist. Und jetzt wieder zwei Salomonknoten. Ich ziehe die Schlinge etwas länger, häkel den ersten Salomon. Und den zweiten. Und ich gehe zur letzten Lücke zwischen den Stäbchen. Auch in dieser Lücke jetzt wieder drei ganze Stäbchen. Eins. Zwei. Und das dritte. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei, drei. So, auch am Ende haben wir jetzt drei ganze Stäbchen, drei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen. Auch das wiederholen wir am Ende der Reihe, bis unser Tuch fertig ist. Hier hatte ich die Stäbchen gehäkelt, das ist die Basis für das Tuch. Und hier die erste Musterreihe, die Reihe mit den Salomonknoten. Häkeln wir jetzt die zweite Musterreihe. Vier Luftmaschen, eine, zwei, drei, vier. Und ich wende meine Arbeit. In der Lücke zwischen den Stäbchen drei ganze Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins. Zwei, drei. Zwei Salomonknoten. Ich ziehe die Schlinge lang, häkel den ersten Salomon und den zweiten. So, hier sind die zwei Salomonknoten der letzten Reihe. Ich steche in die Lücke des ersten Salomons ein. Das heißt, hier oben haben wir zwei Fäden, unten einen Faden. Ich steche in die Lücke ein und über der Nadel sind die zwei Fäden. Ich hole mir den Faden durch die Lücke nach vorne und habe zwei Schlingen auf der Nadel. Ich behalte beide Schlingen auf meiner Nadel. Nun steche ich in den zweiten Salomon wieder in die Lücke ein. Beide Fäden sind oben. Hole mir den Faden durch die Lücke nach vorne. Jetzt habe ich drei Schlingen auf der Nadel. Ich hole mir den Faden durch diese drei Schlingen. Und wieder zwei Salomonknoten.
der erste und der zweite. Und hier sind die Stäbchen. In der Lücke der Stäbchen drei ganze Stäbchen häkeln. Eins. Zwei. Drei. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei, drei. Zwei Solomonknoten. Der erste und der zweite. Und ich wiederhole das, was ich auch auf der rechten Seite gemacht habe. Hier sind die zwei Solomonknoten der letzten Reihe. Ich steche in die Lücke des ersten Solomonknoten ein und hole mir den Faden durch die Lücke nach vorne. Zwei Schlingen sind auf der Nadel. Ich steche in die Lücke des nächsten Solomon ein und hole den Faden nach vorne. Drei Schlingen sind auf der Nadel. Ich hole den Faden durch alle drei Schlingen. Zwei Solomonknoten. Einer. Und der zweite. Und ich gehe zur letzten Lücke zwischen den Stäbchen. Ich beende die Reihe wieder mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke. Eins. Zwei. Drei. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei, drei. Die zweite Reihe ist fertig gehäkelt. Wir starten mit der dritten Reihe und die werden wir genauso wie die zweite häkeln. Vier Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier. Und ich wende meine Arbeit. In der Lücke zwischen den Stäbchen drei ganze Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei, drei. Und wieder zwei Solomonknoten. Der erste und der zweite. Und hier sind die Solomonknoten der letzten Reihe. Ich steche wieder in die Lücke des ersten ein, hole den Faden nach vorne. Zwei Schlingen sind auf der Nadel. Nun steche ich in die Lücke des zweiten Solomonknoten ein, hole den Faden nach vorne. Jetzt habe ich drei Schlingen auf der Nadel. Ich hole den Faden durch alle drei Schlingen. Zwei Solomonknoten. Der erste. Und der zweite. Und ich gehe zu den nächsten zwei Solomonknoten der letzten Reihe. Auch hier erst in die Lücke des ersten einstechen, Faden nach vorne holen. Jetzt in die Lücke des zweiten einstechen, Faden nach vorne holen. Den Faden durch alle drei Schlingen ziehen. Zwei Solomonknoten. Der erste. Und der
zweite. Hier sind die Stäbchen. Ich werde in der Lücke der Stäbchen wieder drei ganze Stäbchen häkeln. 1, 2, 3. Es ist so warm hier, dass sich der Faden kaum ziehen lässt. So, jetzt drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und in derselben Lücke nochmal drei ganze Stäbchen. 1, 2, 3. Das, was wir hier rechts gearbeitet haben, machen wir jetzt auch auf der linken Seite. Also wieder zwei Solomonknoten. Der erste und der zweite. Und ich gehe zum Solomonknoten der letzten Reihe. Ich steche in die Lücke des ersten Solomon ein, hole den Faden nach vorne. Jetzt in die Lücke des zweiten Solomon und ich hole den Faden nach vorne. Drei Schlingen sind auf der Nadel. Ich hole den Faden durch diese drei Schlingen. Und wieder zwei Solomonknoten. Der erste und der zweite. Und ich gehe zu den nächsten zwei Solomons der letzten Reihe. Ich steche in die Lücke des ersten ein, hole mir den Faden nach vorne. Nun steche ich in die Lücke des zweiten ein, hole den Faden nach vorne. Jetzt hole ich den Faden durch alle drei Schlingen, die auf der Nadel sind. Zwei Solomonknoten. Der erste. Der zweite. So, ich gehe zur Lücke zwischen den Stäbchen und beende die Reihe mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke. 1, 2, 3. Drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. 1, 2 und das dritte. Wir haben die dritte Musterreihe fertig. Wir haben bis jetzt insgesamt drei Reihen gehäkelt. In der ersten Reihe hatten wir ein Set mit Solomon. Hier ist der erste Solomon, hier der zweite. Ein Set. In der zweiten Reihe haben wir zwei Sets gehäkelt. Einmal hier, 1, 2, das erste Set. Und einmal hier, 1 Solomon, der zweite Solomon, das zweite Set. In der dritten Reihe haben wir dann drei Sets gehäkelt. Einmal hier, das zweite Set hier und das dritte Set hier. Und genauso auf der linken Seite. Und so wächst unser Tuch. Jetzt häkeln wir die vierte und letzte Musterreihe. Und in dieser Reihe kommt das wesentliche Muster. Das ist auch ganz, ganz einfach. Ich häkle erstmal die vier Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Und ich wende meine Arbeit. In der Lücke die drei ganzen Stäbchen. 1, 2, 3. Drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das erste. Das zweite. Und das dritte. Jetzt wieder zwei Solomonknoten. Der erste und der zweite. Und hier sind die Solomonknoten der letzten Reihe.
Nun werde ich hier erstmal zum ersten Set gehen und mache folgendes. Ein Umschlag, ich steche in die Lücke des ersten Solomons ein und hole mir den Faden durch die Lücke nach vorne und ziehe diesen lang. Ich sammle alle Schlingen auf der Nadel. Ein zweiter Umschlag, in dieselbe Lücke einstechen, Faden nach vorne holen und lang ziehen. Dritter Umschlag, in dieselbe Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Vierter Umschlag, in dieselbe Lücke einstechen, Faden nach vorne holen und lang ziehen. Alle Schlingen bleiben auf der Nadel. Ich gehe hier zum zweiten Solomon. Auch hier ein Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Ein zweiter Umschlag, ich steche in dieselbe Lücke ein, hole den Faden nach vorne. Ein dritter Umschlag, in dieselbe Lücke einstechen, Faden nach vorne holen. Und ein vierter Umschlag, wieder in dieselbe Lücke einstechen, Faden nach vorne holen. Jetzt hole ich mir den langen Faden durch alle Schlingen, die ich auf der Nadel habe. Ich ziehe den langen Faden ganz vorsichtig durch alle Schlingen. Und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Unser Muster ist fertig. Und jetzt nochmal zwei Solomonknoten. Der erste und der zweite. Und ich gehe zu den nächsten Solomonknoten. Hier habe ich gerade gehäkelt und hier ist das nächste Set. Und ich wiederhole. Ein Umschlag. Ich steche in die Lücke des ersten Solomons ein und hole den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Zweiter Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden holen. Dritter Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden holen. Vierter Umschlag, in die Lücke einstechen und den Faden nach vorne ziehen. Alle Schlingen bleiben auf der Nadel. Ich gehe hier zum nächsten Solomon, auch hier. Erster Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Zweiter Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne ziehen. Dritter Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne ziehen. Vierter Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne ziehen. Jetzt hole ich den langen Faden durch alle Schlingen, die auf der Nadel sind und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Und jetzt wiederholen wir. Wieder zwei Solomonknoten. Der erste und der zweite. Und ich gehe zum nächsten Set mit den Solomons der letzten Reihe. Auch hier ein Umschlag. Ich steche in die Lücke des ersten Solomons ein und hole den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Der zweite Umschlag, in dieselbe Lücke einstechen. Der dritte Umschlag, in dieselbe Lücke einstechen. Und der vierte Umschlag, wieder in dieselbe Lücke einstechen und Faden nach vorne ziehen. Wir sammeln alle Schlingen auf der Nadel und gehen zum nächsten Solomon. Auch hier, der erste Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne ziehen. Der zweite Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne ziehen. Dritter Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne ziehen. Vierter Umschlag, in die Lücke einstechen und den Faden nach vorne ziehen. Jetzt den langen Faden durch alle Schlingen ziehen, die auf der Nadel sind und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Zwei Solomonknoten. Der erste. Und der zweite. Zweite. Und hier sind die Stäbchen. Jetzt sind wir hier in der Mitte angekommen. Wir arbeiten genauso die Stäbchen, wie wir es bis jetzt auch gemacht haben. Das heißt erstmal drei ganze Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei, drei. Und
anschaut, so sieht das Ganze dann aus. Das, was wir jetzt hier rechts gehäkelt haben, machen wir auch auf der linken Seite. Also wieder zwei Salomonknoten. Einer und der zweite. Es ist ganz, ganz heiß hier und die Wolle gleitet ganz schwierig durch die Hände. Aber nichtsdestotrotz, wir bekommen das hin. Also jetzt wieder ein Umschlag. Ich steche in die Lücke des Salomons ein und hole den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Zweiter Umschlag. Dritter Umschlag. Und der vierte Umschlag. Ich behalte alle Schlinge auf der Nadel und gehe zum nächsten Salomon. Und auch hier, erster Umschlag in die Lücke einstechen, Faden nach vorne ziehen. Zweiter Umschlag. Dritter Umschlag. Und der vierte Umschlag. Jetzt den langen Faden durch alle Schlingen ziehen, die auf der Nadel sind und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Wieder zwei Salomonknoten. Und ich gehe zu den nächsten Set Salomon der letzten Reihe. Und auch hier der erste Umschlag. Ich steche in die Lücke des ersten Salomons ein und hole den Faden nach vorne. Zweiter Umschlag, dritter Umschlag und der vierte Umschlag. Ich gehe zum nächsten Salomon, erster Umschlag in die Lücke einstechen, Faden nach vorne ziehen, zweiter Umschlag, dritter Umschlag und der vierte Umschlag. Und nun wieder den langen Faden durch alle Schlingen ziehen, die auf der Nadel sind. Und eine Luftmasche. Und nochmal zwei Salomonknoten. Der erste und der zweite. Und hier ist das nächste Set Salomons der letzten Reihe. Und hier wiederholen wir. Ein Umschlag, ich steche in die Lücke des ersten Salomons ein und hole den Faden nach vorne. Der zweite Umschlag, der dritte Umschlag und der vierte Umschlag. Schlingen bleiben auf der Nadel. Ich gehe zum nächsten Salomon. Erster Umschlag in die Lücke einstecken, Faden nach vorne ziehen. Zweiter Umschlag, dritter Umschlag und der vierte Umschlag. Und wieder den langen Faden durch alle Schlingen ziehen, die auf der Nadel sind und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Zwei Salomonknoten. Der erste und der zweite. Und hier ist das Ende der Reihe. Und wir beenden die Reihe wieder mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei und drei. Und wir haben die vierte Musterreihe fertig gehäkelt und man kann das Muster wirklich schon ganz, ganz deutlich erkennen. Ich werde jetzt diese vier Reihen nicht nochmal häkeln, weil das wirklich ganz, ganz schwer ist bei der Hitze hier. Die Nadel und die Wolle wollen nicht so, wie sie sollen. Es ist wirklich sehr warm, weil Fenster und Türen natürlich auch zu sind, damit man die Geräusche nicht hört. Aber ich glaube, das Muster ist an sich sowas von einfach, dass es jetzt wirklich ganz wie von alleine geht. Jetzt startet ihr wieder mit den vier Luftmaschen. Ihr wendet eure Arbeit und macht die Reihen mit den Salomonknoten. Also drei Reihen mit Salomonknoten. Drei ganze Stäbchen, drei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen in der Lücke. Und dann zwei Salomonknoten. Erst in die Lücke des ersten einstecken, Faden nach vorne holen,
Dann in die Lücke des zweiten Seitenstrichs Faden nach vorne holen. Drei Schlingen werden auf der Nadel sein, die drei Schlingen, die den langen Faden durch diese drei Schlingen ziehen. Das macht ihr mit jedem Set, bis ihr hier in der Mitte angekommen seid. Hier dann wieder drei ganze Stäbchen, drei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen. Und was wir auf der rechten Seite häkeln, machen wir auch auf der linken. Also drei Wiederholungsreihen mit den Solomon-Knoten. Und in der vierten Musterreihe kommt dann das Muster hier an sich, was wir eben jetzt zusammen gehäkelt haben. Und ihr seht, es fängt dann an zu wachsen. Und wenn das Ganze dann größer ist, haben wir dann dieses wunderschöne Ergebnis. Ein sehr leichtes Tuch, nicht nur zum Nacharbeiten, sondern auch zum Tragen. Es ist wirklich wunderschön. Das war's für heute. Ich bedanke mich für eure Zeit. Bitte Kanal abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich über ein Like und einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.